Yo, willkommen zurück zu Metal Hellsinger und wir haben leider nur noch zwei Höllen vor uns. Ich bin schon ein kleines bisschen traurig. Ich habe es allerdings nicht geschafft, die ganzen Marterungen von Nihil noch durchzuballern. Wir gehen erstmal direkt zu Archeron. Es war schon ein bisschen anstrengender, hier die Vorhänge zu machen, um ehrlich zu sein. Hier, ich glaube, von in Kaustis oder so, die hatte ich vorher noch gemacht. Und dann die von Gehenna. So, irgendwie machbar, ne? Also, ein paar Versuche brauchte ich schon, aber irgendwann geht auch das. Wahrscheinlich habe ich auch zwischendurch nochmal ein Video rausgeballert, wo man die Versuche sieht. So war jedenfalls der Plan. Vielleicht habe ich es dann, ne? Vielleicht hat mein Past ich das auch gemacht, keine Ahnung. Aber, wir machen einfach mal weiter mit Nihil. Ne, Moment. Sorry, mit Archeron. So. Jo, das ist die Mucke, die uns erwartet. Und dann bin ich mal gespannt. So, hier ist tatsächlich mal. Hier sind tatsächlich mal nicht die üblichen Verdächtigen dabei. Bloodshot, hä? Wo bist du? Where are you? Falls du dich gefragt hast, Archeron spricht man eigentlich Archeron aus. Ja. Hallo. Ich weiß. Wir alle lernen jeden Tag etwas Neues. Alter, ja. Moment, erstmal einen Liter Cola inhalieren. Moment. Ah, so, halbwegs besser. So, ich weiß, wir alle lernen jeden Tag was Neues dazu. Vielleicht nur Wunschdenken, aber wenn wir hier ein bisschen anders an diesen infernalischen Zahnrädern gedreht hätten, wäre das Ganze vielleicht nicht so hart gewesen. Aha, okay. Jo, die Waffen waren ganz gut. Ich rotiere nochmal ein bisschen durch, weil ich denke, gerade hier diese... Ich vergesse mal den Namen, wie heißen die nochmal? Höllenrabe, genau. Die ist ganz cool. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne so ein Aber hintersetzen, aber irgendwie, ne? Fällt mir da auch nichts gerade zu ein. Den kann ich nicht. Boah, Moment. Oh, da kommt die Cola wieder hoch. Mein Gott. Pass kann ich nicht auswechseln. Trotzdem würde ich gerne mal so ein bisschen durchrotieren. Wir nehmen einmal die Pompete und einmal die Vulkan mit. So. Ja. Sämtliche Zweifel nochmal eben zerstreuen. Serienware. Das fand ich ganz gut. So, ist automatisch auf die dritte Stufe abgegradet worden. Nice. Die Perfektionistin. Was war denn das? Perfekte Bewertung erlangt werden, nimmt der Zorn um 10% zu. Heißt, wenn ich einen Takt mit Perfekt treffe, oder what? What zum Takt? So, Macht des letzten Atemzugs. Das ist auch krass, ne? Um 75% wird das erhöht. Das ist schon gar nicht mal so scheiße. Unnachgiebiger Zorn. Dein Zorn kann niemals unter 4-fach fallen. Ja, buh. Also Macht des letzten Atemzugs finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Das nehmen wir mal anstelle von dem exzessiven Exorzismus. Exzessiven, so. Was war Signusimpuls nochmal? Laden sich mit maximaler Geschwindigkeit auf. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal die Serienware und... Viermal Schaden nehmen oder den Takt nicht treffen, bevor deine Taktschlagserie abbricht. Die Zahl der gewährten Fehler, bla 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 bla. Hölle betreten, bla bla. Even the disillusion didn't work. Me and Unknown, we were at the top of our game. And it looked like nothing could hold us off. But there was one more trick in their book. Yes, I considered that before. But their bond is too strong, and it will weaken me greatly. I suppose I have no choice any longer. By the All, I invoke the curse of dispossession. So, the judge took me. Had to happen, I guess. Honestly, I'm just surprised it took her so long.
You know how before I told you I started remembering as we beat the judge's aspects? Well, see, I used to be someone else. Maybe you guessed. An angel. And I wasn't the middle management rank and file type neither. No, sir. On the right hand of the all, singing hallelujah forever and a day. My gig? Be the instrument of the all. Not to judge, but to see and hear and give voice and praise. Boring, huh? I hated every song I ever sang up in heaven. All but one. Hers. The one that could change it all. So I got myself cast down for the unknown. Boy, I tell you what, that took some doing too. But that's a whole other story. I waited an eternity for her. Kept my mouth shut. Became, well, this. I guess I figured if I had to be an instrument, I was gonna play what I loved. Which would have been fine except for one little thing. Yep. That spell. Judge had me now. She's gonna find out everything I knew and everything I didn't even know I knew. Ja, so viel dazu. Ich bin immer noch am Überlegen, was der Fluch der Aberkennung ist. Haben Sie schon mal den Fluch der Aberkennung abbekommen? Vor allem, das war wahrscheinlich der... Gears and cogs. Machinery of damnation. She's in the right spot, only... Well, without me. Ah, da kommt gerade wieder ein bisschen Cola hoch. Mein Gott. So. Okay, ohne meinen Schädel. Ohne meinen Schädel sage ich gar nichts. So. Solo now, but our bond wasn't broken. Just, on hiatus. Ja, ist ja okay. Darf ich jetzt wieder? Sonst, ne? Also, das hat jetzt hier definitiv Doom-Flair. Das ist ja mal gerade so richtig geklappt, wenn man das überhaupt sagen kann. Okay. So, wo muss ich hin? Aber hier liegt noch genug Schädel. Okay, wie geht das Game nochmal? Keine Ahnung. Das ist wie Fahrradfahren. Nur ohne Fahrrad. Und ohne Fahren. Das nehmen wir mal direkt mit. Okay, Leben brauchen wir eigentlich nicht. Egal. Achso, und den Vulkan habe ich mit, ne? Na, komm. Jo. Da konnte ich leider nicht widerstehen. Nee, treffen ist heute schwer. Yo! Vor allem eh zu treffen ist schwer. Ewig einfach. Oh, die schon wieder? Jo, passt schön erstmal in den Abgrund segeln. So, wo ist der Rest vom Fest? Machst du weg? Hallo? Hallo.
Ja, die Kunst ist einfach eh nicht zu treffen. Schön. Danke für die Leben, du Held. Na, ja, du auch da oben. Auch nur Geflügel. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die mir hier in der vorletzten Hölle immer noch die ganzen Standardviecher auf den Hals setzen. Wenn die Lappen doch eh nichts können. Aha, da kam schon der Anti-Lappen. Oh, doch ein Lappen. Boah, erstmal wieder konzentrieren. Ach, wie ging das nochmal? Dash, 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 boom. Dash, 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 boom. Fast. Hat ja geklappt, einmal von drei. Nicht daneben. Und der geht eh nicht daneben. Ja. Hier war noch irgendwo Leben, oder? Leben? Please? Ach, da oben. Okay. Die nerven einfach nur die kleinen Scheißviecher, Mann. Ja, okay, wird doch ein bisschen. Ja, voll daneben. Das war die Inkarnation von voll daneben. Mehr so der. Eintrag am Lexikon. So, Leben her, danke. Ah, ich weiß nicht, irgendwie so die Pumpe ist bei so einem Spiel einfach die beste Waffe, keine Ahnung. Ob du einfach das ganze Schlagzeug mitbringst. Unzuschlagen. So, ah, wo ist hier der Rest? Wo ist der Rest? Oh, riesiges Rad, okay. Ah, ich denke nicht am Rad, ey, wenn ich nicht mal ein paar lüftige Gegner hier bekomme. Schön erstmal die Fresse wieder zu voll nehmen. Und Leben haben. Mein Gott, lass mich doch mal da durchs Schild durch, Kollege. Zögerst nur das Unvermeidliche hinaus. Ja, sollte. Ja, wieder. Ah. Okay.
Oh, man kann halt... Oh, shit. Ja, gut, spuck einfach mal keine Leben aus. Warum auch? Leben? 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 Oh, okay. Ja, geil. Hä? Ja, dann sterbe ich halt nicht, okay. Ja, und Leben gibt's hier keine. Okay. Ah, gut. Da drüben gibt's Leben. Ich weiß doch gar nicht, warum ich immer den Trakt auslasse. Die kann direkt doppelt schießen. Ah, Leben. Ah. Ah, viel besser. Ich finde eigentlich, wenn man diese Herausforderung, diese Matron gespielt hat, dann sind die Passagen hier tatsächlich eher so ein, ja, Kindergeburtstag würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, schon eher so ein Kindergeburtstag. So, was sind wir? Rest. Moin. Oder mal wieder so einen wütenden. Mal diese wütenden. Oh, moin. Nicht so viel aushalten würde. Mein Gott, das steht ja immer noch. Was ist los? Kollege, geht doch. Danke. Einfach umfallen. Hä? So ein bisschen sollte ich den Takt vielleicht doch wieder mal treffen, sonst Nee, die schicken wir nach wie vor einfach nur das ganze Kropfzeug. Erstmal ein bisschen Fratzen, voilà. So, tschüss. 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 Wow. Der geht mit. Der macht einen Abgang, jo. Okay, Tax ist zwar voll daneben, aber irgendwie brauche ich den gerade auch nicht. Ja, Leben. Leben gibt's nicht. Über den anderen drüber springen, den einfach mal komplett ignorieren. Dann haben wir wieder ein sehr estisches Exemplar. Ja, komm. Dann haben wir wieder ein ganz gemeines. Chaos come home for the judge. Oh, yes. Ja, ich weiß, wo es weitergeht, aber ich würde noch mal eben kurz gucken, ob es hier irgendwo Leben gibt. Ernsthaft, dafür kriege ich Zorn? Okay. Ah, direkt beim Ausgang. Here's keep grinding soul.
Und erstmal schön dreimal daneben schießen. Hervorragend. Nee, treffen ist heute schwierig. Treffen und Takt ist heute schwer. Wo sitzen wir nach der Taktwoche lang? Es ist immer noch komisch, dass ich meine eigene Stimme nicht höre beim Aufnehmen. Also so gar nicht. Ich höre einfach nur Metal die ganze Zeit. Deswegen mal nicht wundern, wenn ich irgendwie nur Mumpets von mir gebe, aber das ist ja auch wirklich normal. Und ehrlich gesagt möchte ich das Spiel auch nicht kaputt labern. Mache ich aber auch gerade. Einfach mal schön die Mucke genießen. Ja, Gegner. The last aspect waited ahead. After that, to judge yourself. Hallo? Ah, da. Wieder gut. Mal schön den Spinat aufsammeln hier. Komm mal. Ah, okay, das sind doch mal ein paar Gegner. Ah, keine Sorge, ihr kriegt alle was ab, kein Thema. Ja, einfach mal eh nicht treffen. Was ist denn los? Ja, dann. Jo, Gegner, please, ah, dann. Ja, eigentlich kommen im Prinzip gerade nur viele Gegner. Oh, der war schon. Das ist nicht schlimm. Okay, der hat gesessen, leider. Ja, aber auch. Did the unknown feel how big this was? Hell, I don't know. But she was close to doing it. Being the Hellseer.
Ist ja noch tatsächlich machbar. Ja, bin gespannt, dass ich, ich denke mal, nach dem Run werde ich definitiv mal die höchste Schwierigkeitsstufe probieren. Aber das werde ich wahrscheinlich einfach mal so spielen, also nicht aufnehmen. Und alle so, ach, Gott sei Dank. So, okay. Gib mir her mein Schädelchen. Jo, erstmal die Höllenartillerie rausballern. Erkennen wir ja den Lappenmodus. Wow. Oh, was macht denn hier überhaupt Schaden? Ach das, okay. Okay, die Arena ist echt geil mit den Rädern hier. Erstmal auf den Rädern drehen, auch was Neues. Ja, gerade mal erstmal so ein Achtel verloren aller Leben. Cool. Ja, bla bla bla. Yo! Übertreib mal komplett! Du bist schon ein Schädel, du brauchst gar nicht mehr. Wenn ich einfach 5000 Stunden Leben hätte, Mann. Ich muss jetzt zwischendurch noch eine kleine Pause machen. Ja, gut, übertreibung. Da muss ich jetzt den ganzen Nachmittag verbuchen hier. Ja. Ach so, das hat sie jetzt auch noch gelernt, ja klar. Was ist denn los mit ihr? Ich glaube, die hat irgendwas gegen mich. Ich weiß aber nicht warum. Oder wieso. Oder was? Ja, noch. Nein, 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 du hast den nicht, du bist der. I told you already.
Friend of the... Keine Ahnung. Das ist einer der seltenen Momente, wo mir mal ein schlechter Witz nicht einfällt. Friend of the gepflegter Bugfish. Ja, ist gut, komm, hau raus. Du bist auch nicht müde, mir das zu sagen, oder? Oh, da krieg ich Leben her. Das ist auch gut, wenn die ganzen Medipacks sich wehren. Yo, wie die das auch immer treffen konnte. Oh, nicht ins Wasser. Boah, das ist gemein. Jetzt sind wir mal wieder hier. Welche Medipacks schicken? Oh, shit. Hä? Oh, das wird tatsächlich los. Oh, gib mir nochmal. So lächerlich, ne? Holy fuck. Haben wir noch immer Leben? Nee, ne? Shit. Ja, das wird jetzt ein bisschen sportlich. Ne, die schicken mir so einen dicken, Alter. Sehr schön. Die Leben lebe ich doch gerne. Moment, falsch rum. Komm schon, stirb doch einfach. Also mehr als sonst. Moment. Drehen wir uns gerade hier auf den Mühlen oder was? Die auch noch nicht, ey. Wenn ihr jetzt nochmal Viecher ruft, dann raste ich aus. Komm, ruft deine Scheißerchen. Ah, die ruft die Scheißerchen, okay. Na, komm schon. Yo, easy. Easy. Na, wen lüge ich an? So, wir haben Sheol freigeschaltet, nicht die
statt von der ihr gerade denkt. So, durch deinen Sieg über den Endgegner wurde, genau, das lese ich jedes Mal vor und erinnere mich schon hier auf halber Strecke, dass wir das erkennen. So, neue Matterung durch den Sieg, bla bla bla, genau, Todesschwelle 3. Die gute Todesschwelle 3, jeder kennt sie. Okay, 16-facher Zorn und keine Tode. Trotzdem kriege ich minus 706.000, so, abgezogen. Krass, wow, und ich war arsch zu langsam. Knapp 30 Minuten habe ich gebraucht, okay. Boah, nehme ich aber erstmal so hin. Und ich bin diesmal tatsächlich Rang 11.000. Aber gut, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch so, dass viele gar nicht so weit gekommen sind oder noch nicht so weit gekommen sind. Das soll mir aber egal sein. Was mir allerdings nicht egal ist, ist, dass es nur noch eine Hölle gibt. Oh nein. Jo. Laden. Okay. So. Und die haben keine... die haben scheinbar keine Matterung mehr. Macht ja auch keinen Sinn, weil man ja danach auch nichts mehr hat an Höllen. Jo, das war Acheron. Oder Acheron, oder wie man das auch ausspricht. Ich meine, da stand es ja gerade, aber Acheron ist ja schon gar nicht mal so falsch. Und da machen wir ja in der nächsten und wahrscheinlich auch letzten Folge, also Kampagnenfolge jedenfalls. Mal sehen, ob ich dazwischen nochmal oder danach nochmal ein paar Matterungsfolgen einbaue. Klingt auch irgendwie komisch oder falsch, Matterungsfolgen, ne? Also, vielleicht ist das ja schon, ne? Eine Matterung, sich diese Videos anzuschauen. Aber ich hoffe nicht. So, das erstmal als Wort zum Sonntag. Genau. Das wär's für diese Folge. Nochmals danke fürs Zusehen und wir sehen's dann in Sheol. Jo, bis dann. Reingehauen, wieder schauen. Ciao, ciao und bis dann.